Hallo und willkommen zurück zu Trails of Cold Steel 4. Ja, Folge 157 zählt ja quasi nicht jetzt storytechnisch. Die war ja nur alternativ. Wir sind jetzt nach unseren regulären Bonding-Events dabei, ja, in der Story voranzuschreiten. Dazu haben wir zwei Gespräche, einmal hier im Hafenbereich. Was wollen wir hier? Achso, hier gibt es auch noch einen Angelplatz. Gibt es da einen neuen Fisch? Wahrscheinlich nicht. Oder habe ich das schon mal geguckt? Habe ich mit den Leuten hier geredet? Wahrscheinlich nicht. Doch. Ah, doch, hier, und ich habe hier auch geangelt. Ja, das ist schon wieder so lange her. This looks like a good spot to cast a line. Hey, Valima, schön, dich wiederzusehen. Das geht mir genauso, Rian. Das Great Twilight kommt schon bald über uns, aber dieser Abend ist trotzdem wunderschön wie immer. Oder so schön, wie er die ganze Zeit immer war. Bald sind die Zeiten ja anders, da gibt es keine schönen Abende mehr, will er uns damit sagen. Ja, jetzt wo du sagst, wir hatten ja einen solchen Abend schon einmal vor 2 Jahren. Ja, was für ein Zufall. Ich habe nämlich genau das Gleiche gedacht. Ich weiß, ich habe es bereits gesagt, aber ich bin wirklich glücklich, dass du wieder ganz der Alte bist. Es tut mir einfach nur leid, dass ich nichts tun konnte, um dir zu helfen. Ich werde jetzt auch etwas sagen, was ich schon oft gesagt habe. Du musst dir keine Sorgen machen. Meine vergangenen Erwecker haben alle auch Leid und Zögern erfahren. Und dennoch ist jeder seinen Weg weitergeschritten. Du, Reen, bist da keine Ausnahme. Ja, kann sein, aber warte. Als du sagtest, vergangene Erwecker, schließt das doch Kaiser Dreichels ein. Ja, Reen, was mich ein bisschen mehr irritiert hat, ist eben das vergangene Erwecker. Das ist ja nicht nur Dreichels, also vor Dreichels auch schon Leute? Oder, also nach Dreichels sind wir, glaube ich, jetzt die Ersten, oder? War Dreichels ähnlich wie ich? Natürlicherweise. Ich habe es endlich geschafft, meine ganzen Erinnerungen wiederzuerlangen. Allerdings, weil ich schon kurz nach dem Löwenkrieg in einen tiefen Schlaf fiel, kann ich mich nur an den Dreichels erinnern, wie er als Prinz war. Es ist amüsant. Und ja, gebührt auch, ja, es ist amüsant und dankenswert zu erfahren, dass der hoffnungslose Optimist, den ich einst kannte, heute gerühmt wird als Vater der Renaissance. Aha. Warte mal. Warte mal, ich muss mal eben was nachschauen, weil ich habe Dreichels ja immer gleichgestellt mit diesem Preußenkönig, Friedrich dem Großen, meine ich. Also ich weiß es nicht mehr genau, Friedrich der Erste oder Friedrich der Zweite. Ich glaube, es müsste dann ja der Zweite sein, der auch die Schulen gebaut hat und so weiter. Und deshalb will ich noch mal eben gucken. Wer gilt als Vater der Renaissance? Giotto di Bondone. Nee, dann gucke ich noch mal eben. Preußenkönig.
Ja, Friedrich der Zweite von Preußen. Volkstümlich der alte Fritz genannt. War ab 1740 König von Preußen. Ja, das war der, den ich meinte. Der hat halt viele Reformen gemacht, Folter abgeschafft und das Bildungssystem weiter ausgebaut und solche Sachen. Und ich denke, auf den beziehen die sich hier auch in dem Spiel. Das passt nicht ganz mit den 250 Jahren. Das sind in unserer Historie eher so 130 Jahre vielleicht, aber macht ja nichts. Ja, darauf kann ich wetten. Also, was denkst du jetzt über ihn? Das Maß eines Mannes ändert sich natürlich als Jüngling zum mittelalten Mann, zum Mann mittleren Jahren. Aber die Farbe seiner Seele bleibt die gleiche. Ich spüre nicht, dass er manipuliert ist von Ishmelga. Ich verstehe. Danke, Valima. Ich denke, ich bin bereit, ihm gegenüberzutreten. Ganz egal, was auch passiert. Und wann ich das tue, liegt ganz bei mir. Ach so. Nein, und wenn ich das tue, liegt es bei mir und auch an uns allen, ihn aufzuhalten. Ja, das freut mich zu hören. Das zeigt mir, wie sehr du dich doch weiterentwickelt hast, Rian. Ja, ich habe aber noch einen weiten Weg vor mir und mir fehlt der Luxus an Zeit. Morgen ist der Tag, der alles entscheidet. Deshalb zähle ich auf dich, Partner. Und ich zähle auf dich. Meine Kraft ist ganz die deine. Der Schnellreise nutzen. Restaurant Fortuna. Rian, da bist du ja. Danke, dass du gekommen bist. Ja, Joshua hat mich bereits informiert. Ich hörte, ihr beiden kennt euch von früher. Ja, wir kennen uns durch Toval, wegen des Guild Raids von vor 4 Jahren, damals bei World of Warcraft. Nein, es geht um diese Bracer-Gilden, die halt ja überfallen wurden quasi. Master Kafei hat mir sehr viel über Cassius erzählt und deshalb wurden wir sehr schnell auch Freunde. Ja, und danach habe ich dich mit Arios bekannt gemacht. Das Duell, was ihr beiden hattet, wird in die Geschichte eingehen als hochklassigste Schwertkampfkunst in Simuria. Naja, ich muss sagen, ich war fasziniert, dass deine Meisterschaft mit dem Stab mit unseren Klingen mithalten kann. Sie spielen in einer ganz anderen Liga, was den Skill betrifft. Ja, es scheint so, als ob du den Abend genießt. Aber ich frage mich, ob du Zeit hast, was zu besprechen. Es gibt da etwas Spezielles, was ich dir mitteilen muss. Ich habe einen Brief erhalten von Master Kafei. Ja, ich habe davon gehört. Er hat ihn von Long Lai ausgeschrieben.
Es war wahrscheinlich, weil du gefangen genommen wurdest und Ymir ja eingesperrt war. Also ja, abgeriegelt war, wäre vielleicht das Bessere. Es scheint so, als ob der Geheimdienst ihn aufgespürt hat auf seinen Reisen. Jetzt sag mir nicht, dass... Naja, spielt eigentlich auch keine Rolle. Wir reden ja über Master Kaffei. Obwohl sie nur als kleine Warnung geschickt wurden, hat er sie ohne große Mühen verscheuchen können. Wenn ich Geheimdienst sage, meine ich in diesem Fall aber wohl nicht die Abteilung von Arundel, also von Scarecrow. Sie haben mit ausländischen Sachen zu tun, also mit ja, quasi Auslandsgeheimdienst, und sie sind auf dem ganzen Kontinent aktiv. Ja, ich habe schon von Altina davon gehört, dass es ihn gibt. Und was hat er sonst noch zu sagen? Ja, wie du bereits weißt, ist die Grundlage der Eight Leaves Schule das volle Verständnis der Formgrundlagen. Ganzheitlich. Also man muss ganzheitlich alle Formgrundlagen in sich aufsaugen. Als Basis der Eight Leaves Schule. Diesbezüglich diejenigen, denen es erlaubt wurde, nach der Ausbildung von Master Kaffei auf Wanderschaft zu gehen, die sind dann halt auf einem Weg, die Meisterschaft zu erlangen. Und du hast jetzt das Ende dieses Weges erreicht. Bedeutet das, du machst quasi seinen Stellvertreter? Ja. Ich werde schauen, ob du die letzten Lehren gelernt hast. Es wird nicht lange dauern. Hast du jetzt Zeit? Oh, ein Duell gegen ihn, one-on-one. Ich möchte dir wiedergeben, was Master Kaffei in seinem Brief geschrieben hat. Rin. Es scheint so, als wärst du in einer äußerst misslichen Lage. Aber ich glaube fest an dich, dass du die Hindernisse beseitigen wirst, die deinen Weg versperren. Ich glaube, du kannst durchhalten. Ich habe deshalb beschlossen, einen großen Bogen um Ymir zu machen und mich versteckt zu halten. Und leite diese Nachricht durch Cassius an dich weiter. Denn es gibt eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass du in diesen turbulenten Zeiten das erste Mal dem, ja, einem eben Cassius begegnest, der ja auch dieselbe Schwertkampfschule besucht hat wie du. Also quasi ist Cassius unser Mitschüler. Auch wenn du den mittleren Grad bereits erreicht hast, bin ich sicher, du bist zu mehr in der Lage. Das warst du schon seit dem Augenblick, seitdem du den Oger in dir gebändigt hast. Jetzt musst du das nur noch unter Beweis stellen. Um es dir zu verdienen, musst du dich selbst erobern.
nur wenn du erfolgreich bist, wirst du befördert. So sagt es unsere Tradition. Master Kafei, das sind jetzt viele Informationen auf einmal. Wie soll ich mich denn selbst erobern? Ja, die beiden sind nicht direkt vergleichbar, aber ich erinnere mich dran, von Victor gehört zu haben, dass du Zeuge einer Herausforderung warst, die dieser nicht ganz unähnlich ist, vor 2 Monaten. Das stimmt. Zwischen seiner Lordschaft und Direktorin Legin. Hinter diesem einen Schlag sahst du eine unzählige Anzahl von möglichen Ausgängen. All das spielte sich in deinem Kopf ab. Oder in unseren Köpfen ab. Ich glaube, die Gräfin Legin wollte sich selbst davon überzeugen, wie weit sie in ihrer Schwertkampfkunst gekommen war. Und deshalb war ich für sie so etwas wie ein Spiegel. Ich war das perfekte Match für sie, Schlag für Schlag. Ich verstehe. Also ist er ich und ich bin er. Du bist ziemlich weit gekommen, wenn du das bereits begriffen hast. Das Schwert. Das ist nicht das Schwert, was du einst geführt hast. In der Tat. Meine Klinge habe ich schon lange beiseite gelegt. Ich habe mir dieses Schwert ausgeborgt von einem früheren Untergebenen. Einer, der auch dem Pfad der 8 Leaves folgte. Auch wenn er kein direkter Lehrling war, hatte er einen Instinkt, der noch größer war als der meine. Ich verstehe. Er meint sicherlich Oberst Richard von der königlichen Armee. Oder beziehungsweise Ex-Oberst. Seit dem versuchten Staatsstreich. Ich hörte, er hat jetzt eine private Forschungsfirma gegründet, nachdem er begnadigt wurde. Ich werde schon bald die Form verändern, in der du mich wahrnimmst. Du wirst mich dann als die Person sehen, die du im Innersten am meisten fürchtest. Ich bin sicher, du kannst dir vorstellen, was das sein könnte. Da würde ich mal sagen, sich selbst in dieser Ogerform, also dass er Angst hat, die Kontrolle über sich selbst zu verlieren, da würde ich sagen, dass er das am meisten fürchtet. An zweiter Stelle wäre vielleicht Osborn. Ja, ich kann mir das vorstellen. Aber ich weiß, was ich tun muss. Ich muss mich dem stellen. Und zwar hier und jetzt. Ich bin bereit, mich der Herausforderung zu stellen, Cassius Bright, mein Mitschüler. Edel gesprochen, Rean Schwarzer. Ich, Victor Arcite, fühle mich geehrt, dies bezeugen zu dürfen. We will begin the trial of the 8 Leaves, one blade. Let us see if you are worthy. What is your name? Mein Name ist Rean Schwarzer. Ich bin im mittleren Grad Lehrling der 8 Leaves, One Blade Schule. Which form will you demonstrate mastery of?
Ich zeige die siebte Form, Void. Das Nichts, das doch alles beinhaltet. He is I, and I am him. Er ist ich und ich bin er. Ich bin er und er ist ich. Will you offer yourself to him to reach the peak of swordsmanship? Wirst du dich selbst ihm opfern, um damit den Gipfel der Schwertkampfkunst zu erreichen? Nein, ich werde an seiner Seite sein. Wir werden eins sein. Das Schwert, das ich suche, ist das des Nichts. Die leuchtende Klinge, die die Dunkelheit erhüllt. Then show me the light at the end of your journey. Dann zeige mir das Licht am Ende deiner Reise. Show me by conquering yourself. Zeig es mir, indem du dich selbst eroberst. Willkommen im Fight Club. Now begin the trial of the divine blade, the peak of the eight leaves. Nun fangen wir an, die Prüfung der Divine Blade, der Höhepunkt der Eight Leaves. Move. Okay, kann ich Order machen? Also, die Meisterschaft in allen Crafts zeigen. Okay. Dann fangen wir mal harmlos an. Crimson Slash! Okay, er kann Supremes Crimson Slash. Cut through! Disappear! I'm up! Arcane Gale! Ha! Despair! Das ist immer besser als wir. I'm up! Roar! Helix Strike! Gut, dass wir so viele Hitpoints haben. Alright, got it! I can still fight! Breaking Dawn, also wir werden ja auch noch wiederbelebt, wenn irgendwas schief geht, ne? Eternally flowing. Form is emptiness. Emptiness is form. First. Second. Third. Fourth. Fifth. Sixth. Seventh. Eight leaves. Breaking Dawn! Well done. Gut gemacht. The duel is over. The victor is Rhin Schwarzer. Das Duell ist vorbei. Der Sieger heißt Rhin Schwarzer. Ja, meinst du jetzt den Dunkelhaarigen oder den Grauhaarigen? Du bist einen langen Weg gegangen. Danke, Generalleutnant. Jetzt habe ich auch langsam begriffen, was mein Meister mich lehren wollte. Ich spüre es in Körper und Seele. Die Eight Leaves, das ist mehr als nur eine Technik der Tradition. Sie muss aus dem Inneren kommen. Ganz genau. Du hast unter Beweis gestellt, dass du mehr als bereit bist.
Ich werde jetzt die Schriftrolle vorlesen, die der Meister in diesem Brief beigelegt hat. Rin Schwarzer, you have mastered the techniques of the Eight Leaves One Blade School. You are granted the title Divine Blade. You may now take on disciples of your own. Cool, wir sind jetzt auch Divine Blade. Das heißt, wenn man jetzt von der Divine Blade spricht, also andere Leute, dann weiß man nie so genau, wer gemeint ist. Wir dürfen jetzt also selbst Lehrlinge annehmen. Mhm. Ich akzeptiere. Allerdings, im zweiten drüber nachdenken, bin ich nicht so sicher, ob ich es wirklich verdiene, Divine Blade genannt zu werden. Arios und ich haben den gleichen Pfad beschritten. Du wirst der letzte Lehrling unseres Meisters sein. Oder gewesen sein. Es liegt ganz bei dir, wie du mit der Verantwortung umgehst, die mit dem Titel einhergeht. Ich verstehe. Unter diesen Umständen nehme ich aus vollem Herzen an. Ich fühle mich sehr privilegiert, dass ich diesem Moment beiwohnen durfte. Ich schätze, die anderen teilen meine Gefühle. Herzlichen Glückwunsch zur Beförderung. Der Move war echt unfassbar. Da konnte ich kaum mitkommen. So wie du dein Schwert geführt hast, das war ein Anblick, wie es keinen zweiten gibt. Ja, das auf jeden Fall. Ich konnte gar nicht wegschauen. Du hast es endlich geschafft, Rian. Was du getan hast, war inspirierend. Seit wann seid ihr denn alle hier? Du warst komplett im Tunnel. Solltest du nicht eigentlich die Anwesenheit von Menschen spüren können, oder was? Er war wahrscheinlich einfach viel zu konzentriert, um uns alte Freunde da zu spüren. Ja, so sieht es wohl aus. Danke, Leute. Ich hätte es nie so weit gebracht ohne eure Hilfe. Ja, das verdienst du auch, Rian. Es erwärmt mir das Herz zu sehen, dass du dich so weiterentwickelt hast. Also müssen wir dich jetzt Divine Blade Schwarzer nennen, statt Ashen Chevalier? Ich denke, beides, ne? Also müssen angesprochen werden als Ausbilder Rian Schwarzer, der die Divine Blade und Ashen Chevalier. Sohn des Baron Schwarzers aus Ymir. Und so weiter. Naja, er braucht aber noch irgendwie einen speziellen Pep dabei. Vielleicht sowas wie Divine Blade of Wind oder so. Na, ich weiß ja nicht. Komm schon, hör jetzt mal mit der Bescheidenheit auf. Kannst dich auch mal freuen, kannst auch mal stolz sein. The Divine Blade of Ash vielleicht. Ich weiß nicht, ob Ash das so gefallen würde. Wie wäre es denn mit Divine Blade of Light? Ja, er erhält uns ja allen unser Leben. Aber wie wäre es mit The Divine Blade of Dawn? Die siebte Form war doch Void, oder? Also nennen wir ihn doch The Divine Blade of Zero. Ja, das klingt cool. Alle diese Namen fände ich okay. Äh,
Also ich muss erstmal sagen, dass es mir überhaupt nicht gefällt, dass er mir schwertkampftechnisch so davoneilt. Spielt es eigentlich überhaupt eine Rolle? Es ist doch nicht so, dass wir ihn irgendwie anders betiteln würden, wenn wir mit ihm reden. Ganz genau, für uns bleibt Rean immer Rean. Herzlichen Glückwunsch, Rean, ich bin stolz auf dich. Reans Freunde und Kollegen beglückwünschten ihn und er dankte ihnen für ihren Support. Generalleutnant Bright und Victor Arside kehrten dann auf Patrouille nach Michelin zurück. Oder patrouillierten die Nacht über in Michelin. Ja, eine coole neue S-Craft. Da fällt mir ein, Joshua und die anderen haben mir mal von diesem Vantage Master erzählt. Ich habe mir selbst gerade ein Deck zusammengestellt und ich freue mich schon auf einen Gegner, mit dem ich es mal ausprobieren kann. Vielleicht hast du Lust, ein, zwei Runden zu spielen. Ja, ein Militärstrategie wäre sicherlich ein toller Gegner. Ja, ich mache gerne mit. Ich bin nur nicht zuversichtlich, dass ich ein großer Gegner sein kann. Doch, doch, wir werden das gewinnen und wir werden es jetzt machen. Und ich lege mal direkt los, keine Deckänderung. Er spielt den Paladin natürlich. Now, shall we begin? So, den. Ja, doch, es sind vier verschiedene Farben. Der gefällt mir nicht. Heilung direkt am Anfang brauche ich nicht. Na, ist okay. Ich habe eine Karte, die ich spielen kann. Ich hoffe, er macht sie mir nicht direkt kaputt. Er ist ja stark. Natürlich hat er Wasser. Aber wir können Wasser gleich kaputt machen, vielleicht. Oh, das ist auch Seal, wäre auch schön. Mal schauen. Erstmal, was hat er für eine Spezialfähigkeit? Eine Karte Resurrecten für 4 Mana. Oh, das ist sehr bratzig, weil er quasi eine Karte immer wieder spielen kann. Ihm geht die Hand nicht aus. Jetzt muss ich mal gucken. Wenn ich ihn angreifen würde, kriegen wir nur 4 Schaden. Das ist okay. Und diese Karte kann 2-mal handeln. Und ist sofort dran. Dann mache ich das doch einfach so rum. Das ist jetzt die Frage, soll ich jetzt da nochmal angreifen? Das ist hier halt platt, aber er hat eben auch 5 Damage bekommen. Also er kriegt auch jede Runde natürlich einen Hitpoint zurück. Ich greife mal nicht an. Er wird ja gleich resurrecten wahrscheinlich. Ja. Jetzt habe ich 8 Mana für die beiden. Das ist ziemlich cool. Weil ich dich jetzt hier angreifen kann. Und dann haben wir diese Super Seal-Karte.
Und dann kannst du noch zweimal angreifen. Du noch mal. Ja, geh ruhig nach vorne, ist okay. Okay. Er kann auch noch mal sealen. Also der ist gar nicht mehr gesealt, ne? Der hat sich irgendwie gereinigt. Achso, genau, hier. Remove Seal from Target, alles klar. Alles klar. Das macht aber nichts. Den erstmal weg. Müsstest du mal nach hinten. Achso, es geht nicht. Okay. Muss ich echt diese Karte hier opfern? Mist. Nee, das will ich nicht. Warte mal, dann nehme ich... Du gehst mal darüber. So. Jetzt können wir hier Seal sagen. Achso, der kann ja zweimal, ja genau. So, da würden wir... keinen Schaden kriegen. Super. Muss ich hier mal einen Skill einsetzen mit dem Versiegeln wieder? Rüber. Ansonsten nichts. Achso, du könntest natürlich auch versiegeln. Brauchst du nicht, nee, nee. Du bewegst dich mal einen zurück. Der weg. Zweimal angreifen. Achso, hatten wir schon einmal angegriffen? Ja doch, genau, gegen den Weißen, ist klar. So. So, das wird wohl seine letzte Runde, oder? Der ist irgendwie geschützt. So. Und das war's.
You win. I know when I'm beat. Okay, schöne neue Karten. Dafür mache ich das Ganze ja nur. Und was ist jetzt unser Job? Hier nochmal Sternchen. Ein Amber-Amulett. Also er meint wahrscheinlich schon Bernstein, oder? Das hast du für mich? Ja, es ist nur eine Kleinigkeit, aber ich möchte, dass du es hast, dass du es trägst. Denn man weiß nicht, was nach morgen passieren wird. Deshalb brauchst du einfach ein Amulett als Glücksbringer. Ja, ich weiß jedes Glück zu schätzen, was ich kriegen kann. Soldat oder nicht? Je nachdem, wie es läuft mit dem Great Twilight, könnte ich... Es tut mir leid, jetzt habe ich die Stimmung versaut, was? Nee, ist schon gut. Mein Vater ist ein Soldat. Ich weiß, wie es ist, wenn man zu Hause auf jemanden wartet, dass er nach Hause kommt. Aber sieh du zu, dass du nach Hause kommst, Neidhart. Ich möchte dich wiedersehen. Fiona, ich werde zurückkehren. Ich verspreche dir das. Ja, ich nehme dich beim Wort. Wenn ich mich recht entsinne, sind diese beiden Teile offiziell ein Gegenstand. Sie machen ein gutes Paar. Fiona ist mindestens genauso stark wie er. Das Michelin Wonderland hat geöffnet von 9 Uhr morgens bis 22.30 Uhr. Das Himmelslaternenspektakel findet am Strand um 10 Uhr abends statt. Himmelslaternen? Ja, das müssen diejenigen sein, die auf dem See schwimmen. Die schicken die bestimmt hoch in den Himmel, um ihn zu erleuchten, sobald die Nacht hereinbricht. Das klingt ziemlich magisch. Das zeigt uns dann nochmal, warum dieser Freizeitpark so gehypt wird als bester in Semuria. Nun, ich habe ja die Eight Leaves Schule gemeistert und ich habe den ersten Schwung Tickets verbraucht, der mir gegeben wurde. Das ist eine Menge für heute. Ich sollte mich erstmal hinlegen, insbesondere da mich morgen so viel erwartet. Okay. Ja, dann geht die Story weiter und wenn wir spezielle Einladungen angenommen haben, dann gibt es Spezialevents. Okay. Dann werde ich mich ja nochmal umgucken. So, sorry, musste kurz unterbrechen, aber jetzt können wir hier uns nochmal umsehen. Noch sehr viel grüne Sachen. Okay, da bin ich sehr beruhigt, dass die nicht nochmal alle was Neues zu erzählen haben. Du willst nur was zu essen? Oder ich bin nicht sicher. Aber wer ist hier denn nochmal? Schmidt. Soll ich ihn überhaupt ansprechen? Er raunzt ihn sowieso nur wieder an. Oh, da bist du ja, Professor. Ist da was Besonderes an diesem Notebook? Es hat wohl schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Es ist nichts. Ich prüfe nur den Inhalt
bevor ich mich des Notebooks entledige. Um sicherzustellen, dass ich nichts Wichtiges übersehen habe. Das ist eins der wenigen Relikte, die mir von meinem ersten Lehrling hinterlassen wurden. Also Franz Reinfort. Selbst jetzt noch ist es eine Schatzkammer voller Ideen. Es bot auch eine exzellente Lösung für ein Problem, was ich identifiziert hatte. Aber ich habe alle Forschung aus diesen Unterlagen bereits herausgezogen. Es gibt also keinen Grund, weiter daran festzuhalten. Ich hatte gehofft, dass die Zeit, die wir voneinander getrennt waren, vielleicht irgendwas Produktives hervorgebracht hätte, aber dass diese Hoffnung war vergebens. Verstehe. Franz Reinfort, nach dem, was wir im Spectral Moon Mirror gesehen haben, war das nur ein Alias für ihn. Naja, ich werde es dir mal überlassen, was du von nun an tun möchtest. Okay, Professor, wir tun, was wir können. Übrigens, wenn du nichts dagegen hast, wäre ich dankbar, wenn du dieses Notebook noch nicht wegschmeißen würdest. Bis wir ja zu einem Schluss gekommen sind, was ihn betrifft. Ja, warum auch nicht? Morgen hätte ich sowieso keine Gelegenheit dazu. Danke, Professor. Da hinten auch noch. Und wollt ihr jetzt eure Verlobung bekannt geben? Hey, der General hat mir erzählt, du hast einen total verrückten Meilenstein erreicht. Herzlichen Glückwunsch. Aber du brauchst mich natürlich nicht, damit er dir sagt, lass es dir nicht zu Kopf steigen. Ja, klar, das ist nicht das Ende für mich. Es ist erst der Anfang. Ich muss zugeben, zwei Anwender der Eight-Leaves-Schule auf so hohem Niveau miteinander kämpfen zu sehen, hat auch in mir ein Feuer entzündet. Hast du Lust auf einen Trainingskampf, Wallace? Ich möchte ein wenig der Anspannung abreagieren. Klar, wenn du das möchtest, bin ich dabei. Ich weiß, ich bin wahrscheinlich der Letzte, der euch das sagen sollte, aber übertreibt's nicht, ja? Können wir auch schnell Reise nehmen. Ich gehe hier einfach alles mal eben ab. Stehen immer noch so da, okay. Ha, guten Abend. Es sieht so aus, als ob ihr jungen Burschen eine hervorragende Zeit habt. Wie wäre es, wenn wir die Gelegenheit beim Schopf ergreifen und die Bande unserer Freundschaft stärken? Was haltet ihr davon? Ein hat mir davon erzählt. Du gehst Menschen tierisch auf den Sack, wenn du angetrunken bist. Warst du nicht Ausbilder beim Thors Main Campus? Und könntest du mich bitte nicht so anatmen? Das stinkt nach Schnaps.
Nun seid doch nicht so. Kommt schon, seid nicht so kaltherzig. Ich habe Snacks dabei und ich bin bereit zu teilen. Oh Junge. Naja, wir wissen halt, dass Ausbilder Thomas halt sehr ausgelassen wird, wenn er betrunken ist. Es tut mir nur so leid wegen meines Vaters. Er kann sehr heißblütig sein. Ach, ist schon gut. Ich hab's ohnehin schon erwartet. Deshalb habe ich es auch so lange aufgeschoben. Was meinst du denn? Naja, ich habe drüber nachgedacht. Ich dachte, wenn morgen vielleicht alles gut geht, wenn wir beide den Tag gut überstehen, vielleicht sollte ich dich dann mal meiner Familie vorstellen. Und zwar so richtig. Das meinst du so? Hör mal, wir haben einen schweren Weg vor uns. Aber es gibt niemanden, mit dem ich diesen Weg eher beschreiten würde als mit dir, Mary. Das geht mir genauso, Makarov. Ja, da freut es mich, dass ich das hier mitkriegen kann. Ich drücke denen schon den Daumen, seitdem ich Schüler war. Es ist schön zu sehen, dass sie in diesem ganzen Chaos noch ein wenig Glück finden. Ja, ich habe das erst relativ spät gerafft, dass zwischen den beiden was läuft. Moment, da waren wir. Waren wir da jetzt gerade? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich. Ja, ja, genau, da haben wir mit Cassius geredet. Okay, ist alles beim Alten. Hotel sind wir gerade gewesen. Lakeside Beach. Jo. Achso, nee, hier könnte ich jetzt noch Tickets einlösen, wenn ich noch welche hätte. Oh, sie haben sich gefunden. Anton und Sharon. Wurde ja auch noch in den Kommentaren geschrieben, dass Anton, der wahrscheinlich der Typ ist, der in ganz Zemuria die meisten Verbindungen zu hochgestellten Persönlichkeiten hat. Nur er weiß nichts damit anzufangen. Ein wunderschöner Blick. Ich hätte nicht geglaubt, dass unser Wiedersehen in so eine schöne Nacht fällt. Ja, sie ist wirklich wunderbar. Auch wenn wir uns geschrieben haben, glaube ich, dass es über ein Jahr her ist, oder ungefähr ein Jahr her ist, seitdem wir uns von Angesicht zu Angesicht gesehen haben. Du hast mich zum Tee eingeladen und mir so ein gedankenvolles Geschenk gegeben damals, ein umsichtiges Geschenk. Oh, du erinnerst dich daran? Ja, natürlich erinnere ich mich daran. Du hast mir doch beigebracht, welche schöne Form Liebe annehmen kann. Wie könnte ich das jemals vergessen? Naja, weißt du, ich war damals noch ein Jüngling. Komm schon, Anton. Du hast viel zu viel Spaß dabei. Ich liebe Sharon wirklich. Sie hat mich zwar zurückgewiesen, aber ich muss ihr etwas sagen, solange ich noch die Gelegenheit habe. Ich frage mich nur, warum bist du jetzt ganz extra nach Erebonia gekommen? Das ist jetzt vielleicht ein wenig egozentrisch gedacht, aber kann es sein, dass du meinetwegen hierher gekommen bist? Nein, du hast völlig falsch verstanden. Also genauer gesagt, nicht völlig falsch verstanden. Du hast keine Ahnung, wie viel Freude es mir bereitet,
dass du diesen ganzen Weg für mich auf dich genommen hast. Aber wie ich dir bereits in meinen Briefen geschrieben habe, solltest du mich schleunigst vergessen. Ich bin nicht die Person, für die du mich hältst. Aber es tut mir leid. Ich habe dir das zuvor noch nicht. Es tut mir leid, dass ich dir das zuvor noch nicht gesagt habe. Mein Leben ist in Dunkelheit gehüllt. So wie ich mich selbst benehme und so wie ich mit Selbstlosigkeit liebe, das dient nur dazu, meinen dunklen Teil zu verhüllen. Also bitte hör damit auf. Es wäre am besten, du siehst mich nie wieder. Sharon, das meinst du doch nicht wirklich. Vielleicht hätte ich das alles schon viel früher sagen sollen. Nein, Sharon, siehst du es denn nicht? Mein Herz tut so weh, wenn ich an dich denke. Hä? Mir ist etwas klar geworden. In deinem letzten Brief hatte ich das Gefühl, dass du versuchst, deine eigenen Emotionen zu unterdrücken. Unter all dieser Güte trägst du eine schreckliche Sorge in dir. Sie belastet dich schon für eine lange Zeit. Und deshalb muss ich dir diese eine Sache sagen. Du hattest Schwierigkeiten in deinem Leben und vielleicht hast du die Hoffnung an dich selbst schon längst aufgegeben. Aber ich glaube an dich. Deine Erfahrung hat dich zu dem gemacht, wer du heute bist. Jemand, der alle anderen um sie herum zum Lachen bringt. Tut mir leid, vielleicht habe ich hier meine Grenzen überschritten. Aber ich musste mir das wirklich von der Seele reden. Ich fühle mich jetzt viel besser. Aber jetzt gehe ich dann wohl besser mal. Versprich mir, dass du auf dich aufpasst, Sharon. Anton, warte! Du hast mich überrascht, aber jetzt möchte ich doch noch etwas erwidern. Deinetwegen habe ich jetzt das Gefühl, dass ich sowohl meiner Familie und auch mir selbst wieder ins Gesicht schauen kann. Also danke. Ich bin so dankbar, dass du hergekommen bist, um mich zu sehen. Anton? Dein Gesicht ist so rot. Vielleicht solltest du dich ausruhen. Ah, Ricky. Ich glaube, ich bin im Himmel. Ich kann immer nur Bruchstücke hören von der Unterhaltung, aber ich hätte es... Oder sie war ohnehin nicht für mich bestimmt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Sharon genauso fühlt wie er. Ich bin froh, dass sie sich nochmal wieder gesehen haben, bevor der Kampf beginnt. Ich kann es gar nicht glauben. Ich habe noch Zeit verbringen dürfen mit Sharon. Es fühlt sich alles wie ein Traum an. Ein Traum, von dem ich niemals aufwachen möchte. Oder fällt mir ein. Oliver, der Typ, der mich hier eingeladen hat, hat mir das hier gegeben. Du kannst es haben. Ich habe genug Spaß damit gehabt. Oh, noch ein Wonderland-Ticket. Okay, wenn das kein Problem für dich ist, dann danke. Natürlich, hab nur einfach Spaß. Okay. Dann werde ich eins der Events aus Folge 157 nochmal machen. Ich weiß noch nicht genau, mit wem. Das mache ich denn ohne euch. Genau, hier ist das. Freddy.
Okay. Ah, was für ein wunderbarer Abend. Die Freudenklänge, die jubelnde Menge, die von der Mischi-Bühne hier rüberweht. Dadurch fühlt sich dieser Ort so lebendig an. Du kannst ja niemanden zum Narren halten, weißt du? Ich weiß es ja zu schätzen, dass du dich ein bisschen im Zaum hältst, was das Trinken angeht. Bist du trotzdem noch, ja, führst du immer noch ein Leben auf dem Drahtseil? Kannst du mir deswegen Vorwürfe machen? Das Schicksal der Welt ruht oder hängt von unseren Handlungen morgen ab. Da muss man sich doch irgendwie die Nerven beruhigen. Ja. Aber du machst dir nicht nur Sorgen um morgen, du machst dir auch Sorgen um deinen Plan für heute Abend. Ah, ich hätte wissen sollen, es war närrisch zu versuchen, ihn zu verheimlichen. Natürlich hast du mich durchschaut. Du bist doch mein bester Freund seit 20 Jahren. Ja, trotz besseren Wissens. Naja, tu, was du tun musst. Ich werde das Glas erheben auf deiner Beerdigung. Du sagst es so, als ob du glaubst, ich hätte keinen Erfolg. Worum geht das denn hier? Heute Abend muss noch irgendwas laufen. Ja. Geht es um Sherazad? Warte mal, das noch ein blaues Sternchen. Warum? Das Ferris Wheel sieht wirklich magisch aus, wenn es nachts erleuchtet ist. Ein Foto für Rex. Kriegen wir dafür auch noch ein Ticket? Gut, ich schicke es denn mal Rex, wenn ich die Gelegenheit bekomme. Zum Beispiel jetzt. Hey, how's it hanging? Let me take a peek at the goods. Whoa, not bad. Here's a little something for your troubles. Nein, ein Foto von Rose und Celine. Wir können auch hier nochmal einmal das durchgehen. Making a report? Also, okay, das ist das. Oh my. Seems you had it tough. Until next time. Now, let's see. Oh wow. Nice. Nochmal 4 Droplets. 8 Droplets. Nochmal 8 Droplets. Falls der Endkampf schwer wird, weiß ich sie zu schätzen. Let me take a look. Wow, this is very impressive. Okay. Da könnten wir dann nochmal Riesenrad fahren. Margarita,
Wann hast du dich verändert? Oh, mich plagt ein kleines Hüngerchen. Deshalb habe ich an einem Müsli-Riegel geknabbert. Möchtest du auch einen Biss? Nein, danke, es geht mir gut. Ich komme klar. So ein friedlicher Abend, was? Aber wie kalt. Ich spüre schon, wie meine Lippen austrocknen. Sie schauen dich die ganze Zeit an, Vincent. Schau du sie dir auch mal ganz genau an. Will sie etwa, dass ich sie küsse? Oh, warum musste sie auch noch an dem Müsli-Riegel knabbern? Nein, wie kann ich einfach nur so oberflächlich sein? Liebe ist blind, oder? Ganz egal, wie sie aussieht. Margarita bleibt immer mein Darling Margarita. Ich bin sicher, er kriegt es noch irgendwann raus. Hey, tut mir leid, dass ich zu spät bin. Aber schau mal, wer mir über den Weg gelaufen ist. Ja, hallo Leute. Ich wusste ja gar nicht, dass ihr alle gemeinsam in den Park wollt. Ja, das stimmt. Wir wollten als Quartett da durchgehen. Natürlich darfst du uns auch gerne Gesellschaft leisten, Elliot. Keine Ahnung, was sie damit sagen will. Ich hoffe, du leistest uns Gesellschaft. Ferris und ich konnten ja bei der öffentlichen Probe von Ark and Seal nicht dabei sein. Deshalb würden wir gerne von dir die Geschichten hören, wie es war, mit denen zusammenzuarbeiten. Ja, das mache ich gerne. Ich wollte nachher auch noch einen kleinen Auftritt hinlegen. Da dürft ihr auch gerne kommen, wenn ihr Lust habt. Ja, das klingt doch ganz wunderbar. Es geht doch nichts über Musik, um die Laune zu heben. Ja, und Laune heben ist ja genau das Ziel heute Abend. Ich werde die Laune so sehr heben von dem Publikum, dass sie direkt aus ihren Körpern gerissen wird. Okay, das ist vielleicht nicht ganz so beruhigend, wie wir gehofft haben, Mint. Ich bin auch dabei. Das wird bestimmt spaßig. Schön, dass die alle gemeinsam lachen können. Eine Sache stört mich aber. Hat Mint gesagt, sie ist gerade Elliot über den Weg gelaufen? Ich bin sicher, dass sie mir gesagt hat, sie hat geplant, sich mit ihm zu treffen. Naja, Hauptsache, die haben Spaß. Es wäre schön, sie alle nochmal wieder auftreten zu sehen. Ich kann es gar nicht abwarten. Gut, hier gibt es nur den Horror Coaster. Oder? Ja. Gut, prima. Das heißt, ich mache jetzt noch, ohne euch gleich nochmal die Wiederholung eines Events. Entweder mit, ich kann nochmal eben gucken. Beim Riesenrad kann man ja alles machen. Also mit jedem. Muss ich mich nochmal eben wieder auffrischen, mit wem es möglich war. Duvalier zum Beispiel würde ja nicht gehen, weil ich da mehr als ein Event brauche. Da brauche ich ja drei, glaube ich sogar. Ja, also Vieh wäre eine Möglichkeit oder Ash. Oder Altina. Eins der Events werde ich gleich nochmal wiederholen. Muss ich mir nochmal überlegen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn wir hier sagen Call it a Day und dann geht nochmal ein Special Event hier los. Also bis dann, macht's gut. Tschüss.